Henriette, wie fühlt es sich an, hier der erste Gast in dieser Premiere unserer Talkshow zu sein? Ja, super. Ich hatte nämlich vorhin überlegt, ob ich frage, was die Reihenfolge ist, habe mich dann dazu entschlossen, es nicht zu tun. Und jetzt bin ich die Erste. Ist doch toll. Super, bist du gern die Erste? Naja, mein Nachname Ahrens fängt mit A an. Dementsprechend war ich in der Schule häufig die Erste mit Dingen, weil die Lehrer einfach oben angefangen haben. Insofern keine spezielle Abneigung, aber jetzt auch kein Fable. Wir haben hier in der Knit-Lounge von Lünebuch so ein bisschen Wohlfühlklima geschaffen, dass man sich ein bisschen wie zu Hause fühlen kann. Wo fühlst du dich zu Hause? Ich fühle mich zu Hause in Hamburg. Ich bin viel rumgekommen in meinem Leben und bin jetzt aber seit knapp 7 Jahren wieder fest in Hamburg und finde es toll da. Und da fühle ich mich zu Hause, da ist meine Familie, da sind meine Freunde. Das ist, ja, genau. Du hast aber durchaus die Welt schon kennengelernt. Du warst in Brasilien und in Spanien und in London. Genau, ich bin im frühen Alter irgendwie relativ viel umgezogen. Also geboren in München, dann aber von den Eltern umgezogen nach Hamburg, was auch gut ist, weil ich liebe den Norden. In München bin ich nicht mehr so viel zugange. Und dann hat meine Mutter, meine Schwester und mich, sage ich mal, umgezogen nach Brasilien. Ich war 13, meine Schwester war 15. Da haben wir dann 2 tolle Jahre verbracht und im Anschluss bin ich dann wieder nach Hamburg gezogen, dann ging es für mich nach Spanien aufs Internat, wo ich mein Abitur gemacht habe und dann nach London fürs Jurastudium, was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und irgendwie bin ich jetzt aber froh, dass ich das alles schon gemacht habe sozusagen. Es zieht mich gar nicht so doll nach draußen. Ich bin froh, wenn ich aus Hamburg dieser Tage mal nach Lüneburg darf. Es scheint ja irgendwie auch schon wie eine Reise dann und fühle mich jetzt ganz angekommen tatsächlich. Du bist jetzt Produzentin oder bist Miteigentümerin einer Verleihfirma. Wie bist du dazu gekommen? Du hast Jura studiert. Genau, ich habe Jura studiert, das ist richtig. Und da liegt auch tatsächlich mein Herz. Und es gibt, glaube ich, viele Produzenten, auch die auch von Haus aus Juristen sind. Also viele, nicht jeder Jurist wird ja gleich Anwalt. Aber tatsächlich ist es so, ich bin ins Jurastudium rein und dachte, klasse, jetzt mache ich was anderes als meine Eltern. Meine Mutter hat am Theater angefangen, hat im Film gearbeitet, arbeitet jetzt beim Fernsehen. Mein Vater war Kameramann und Fotograf und ich dachte, ach, jetzt mache ich mal was anderes, ganz verrückt von mir. Und wie es dann eben so ist, Jurastudium fertig, ich so ein bisschen, ach, was mache ich jetzt? Zack, im Film gelandet, sofort. Also, und ich bereue es keine Sekunde und ich glaube, es war auch gut, dass ich diese kleine Detour da gemacht habe. Aber ja, so kam das. Haben sich die Eltern das gewünscht? Manchmal sagen die Eltern ja bloß nicht das, was wir sind. Nee, tatsächlich völlig frei. Also ja. Keiner hat mir je gesagt, was ich irgendwie machen könnte oder sollte oder so. Wirklich Zufall. Also, naja, familiärer Zufall, sowas dann sein kann. Aber ja. 2019 bist du mit dem Studio Hamburg Nachwuchspreis ausgezeichnet worden für deinen Kurzfilm Kipper, der sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt. Hast du einen besonderen Zugang zu dem Thema? Wie bist du darauf gekommen? Nee, ich privat habe keinen Zugang zu dem Thema, also im Sinne von, ich bin keine Jüdin. Ich bin darauf gekommen, also wir haben mit dem Regisseur Lukas Nadrat des Filmes, haben uns überlegt, worüber können wir jetzt einen Abschlussfilm machen? Und wir haben diese Geschichte dann in der Zeitung gelesen und sie hat uns so wahnsinnig schockiert, weil natürlich abseits dessen, dass sie einfach eine antisemitische Geschichte ist, eine rassistische Geschichte ist und einfach eine Geschichte des Mobbings, ist es eine Geschichte, die uns wahnsinnig nahe ging. So, und da, also es war natürlich ein brisantes Thema, deswegen stand es auch in der Zeitung und deswegen war es vielleicht auch ein Anreiz, das eben filmisch zu behandeln. Und ja, also dieser Film, so traurig wie es dann irgendwie ist, hat einfach wahnsinnige Erfolge gefeiert, weil es einfach so, also zu der Zeit und jetzt auch immer noch, und man liest es jeden Tag in der Zeitung, einfach so ein allgegenwärtiges Thema ist und so ein allgegenwärtiges Problem beschreibt. Ja. Also, ja. Vor ein paar Tagen lief es sogar im Fernsehen und ist jetzt noch in der Mediathek von ARD zu sehen. Das kann sich jeder anschauen. Genau, da freue ich mich auch sehr drüber. Bist du stolz drauf, oder? Ja, total. Also ich meine, warum macht man Filme? Ich glaube, man macht Filme, damit sie gesehen werden. Und so ein Kurzfilm ist jetzt nichts,
das kommt nicht ins Kino und dafür schalten auch Leute nicht den Fernseher an. Also dieser Film, der lief jetzt auch in der ARD irgendwie um 2 Uhr nachts oder so. Ja. Aber das ist ja egal, weil wenn er danach in der Mediathek läuft, und dafür ist das Internet natürlich toll, da kommen wir, glaube ich, auch noch drüber zu sprechen, ist doch super, wenn Leute das dann gucken können. Genau. Insofern freut mich das total. Ja, kommen wir aufs Internet zu sprechen. Du hast zusammen mit Ole Hellwig diese Verleihfirma Not Sold gegründet. Und da ist euch was ganz Einzigartiges passiert mit der Vermarktung von dem Dokumentarfilm über den YouTube-Star Flynn Kliman. 100.000, was ich nie wollte. Wir haben, glaube ich, einen kleinen Einspieler, da können wir mal reinschauen. Sehr gerne. Ja. Ey, das ist voll die falsche Farbe. Scheiße! Eines der meistverkauften Alben des Jahres 2018 kommt von einem heimwerkenden Webdesigner aus dem Kaff namens Rüspel. Ohne Label, ohne Marketingbudget und unter Ausschluss der Charts. Wie konnte das passieren? Über The Dome, über Bravo Hits, über Sing My Song, über den Fantastischen Vier. Wo zur Hölle lagert, verpackt und verschickt man 80.000 Pakete? Das habe ich kolossal unterschätzt. Das kann man nicht schaffen. Wir haben gerade für 50.000 Euro Platten verkauft. Was? 10.036. Ey, wie kompliziert kann man das denn machen? Das Wichtigste ist, dass man irgendwas Ehrliches und was Echtes von sich erzählt. Und wenn ich über den Tod meines Vaters nachdenke, dann mache ich das in einem Song oder so. Das sind die einzigen Momente, wo ich darüber rede, sonst würde ich das niemandem erzählen. Viele Dinge erfordern Risiken. Sonst wird das eben nichts. Finn, du hast dich verschrieben. Quatsch! Ja, jetzt stand da gerade was über den über den Ticketverkauf. Tickets fürs Kino. Dazu kam es nicht, wegen Corona. Wie ging das weiter mit dem Film? Genau, dazu kam es nicht. Um ganz kurz einmal ein bisschen früher einzusteigen. Mein Kollege Ole und ich, wir hatten eben einen riesen Kinostart geplant. Wir haben Plakate geleert und dann haben wir einfach draufgeschrieben, in jedem Kino ganz Deutschlands. Haben wir einfach mal draufgeschrieben und dachte, das passiert ja vielleicht auch. Und dann hatten wir irgendwie 200 Kinokopien sozusagen an den Mann gebracht, in die Kinos gebracht und dachten, das kann überhaupt nicht sein, weil Finn Kliman ist eine Internetpersönlichkeit. Es ist eigentlich völlig absurd, dass ein Film über ihn im Kino läuft und deswegen war das, es kam uns einfach so gigantisch vor und wir hatten einfach richtig gute Laune. Und dann irgendwann, da kam der Moment, der Tag, wo uns klar wurde, Corona geht nicht vorbei. Also ich glaube, ich war naiv, ich glaube, viele waren wahnsinnig naiv und haben das irgendwie unterschätzt. Und dann hatten wir eine Woche lang sehr schlechte Laune und dann haben wir uns entschieden, das, was wir da fürs Kino geplant hatten, weil wir hatten sozusagen so ein tolles Event. Wir wollten, dass jeder Finn Kliman-Fan oder jeder Interessierte diesen Kinofilm gleichzeitig an einem Tag im Kino guckt. Sozusagen so ein richtiges Event. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, das müssen wir irgendwie schaffen, das nach online sozusagen zu transportieren, weil es kann nicht sein, dass wir dann einfach den Film nehmen und irgendwo lieblos auf eine Website werfen und dann erwarten, dass Leute dafür zahlen. Das fanden wir irgendwie blöd. Deswegen haben wir das Ganze sozusagen nach online verlagert, haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben, haben irgendwie so Kinopakete gepackt für die ersten 10.000 Leute, die bestellt haben und haben da irgendwie mit 5 Freunden saßen wir dann mit Abstand in der höchsten Corona-Zeit und haben da diese Pakete gepackt, vielleicht auch ein, zwei Flaschen Sekt dabei getrunken und hatten da irgendwie wahnsinnig viel Spaß dran. Und dann haben wir eben, weil wir dachten, wir können jetzt diese Kinos, die uns davor so viel Vertrauen geschenkt haben, weil 200 Kinobetreiber, die sagen, supi, let's go, für jemanden, den wir nicht kennen. Das fand, irgendwie, wir haben uns wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt in diesen Kinos. Deswegen dachten wir, wir können die jetzt nicht ganz außer Acht lassen. Und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir so eine Aktion daraus machen. Also wenn du jetzt ein Ticket gekauft hättest für den Finn Kliman-Film, hast du online auswählen können, in welches Kino du eigentlich gern gegangen wärst. Und dann haben wir 25% deines Ticketpreises an dieses Kino gespendet. Und das war natürlich, also es war auch für die Kinos toll, weil die hatten plötzlich irgendwas, worüber sie berichten konnten, weil es war ja Corona, nichts ging. Alles war irgendwie langweilig und plötzlich konnten die auf ihrem Instagram-Kanal
über Dinge berichten und meinten und haben da halt geschrieben, guckt euch diesen Film an, supportet uns. Und das hat total toll geklappt. Also es war ein Riesenerfolg für uns, glaube ich, und für die Kinos. Also es war super. Erzähl mal, wie viele Tickets habt ihr verkauft? Ja, wir haben 120.000 Online-Tickets verkauft. Wahnsinn. Und das ist für, ja, das ist einfach wahnsinnig viel. Also ja. Uns war das, glaube ich, gar nicht so bewusst, weil wir kommen auch aus so einer Internetwelt und YouTube und 120.000 Klicks auf einem YouTube-Video ist ja egal, aber 120.000 Leute, die da ein Ticket kaufen, ist einfach wahnsinnig viel. Und dadurch haben wir eben über 250.000 Euro an deutsche Kinos gespendet, was wahnsinnig viel Geld ist. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand privates mehr Geld gespendet hat. Ich möchte da klatschen, ich finde das so toll. Echt. Das möchten bestimmt viele jetzt nachmachen, dieses Projekt, oder? Das kann ich mir vorstellen, dass man das aber gar nicht so leicht kann. Das war ja, also es gibt tatsächlich so dieses Prinzip, dass Kinos online, also sozusagen an Online-Auswertungen beteiligt werden. Das gab es dann auch. Das wurde, ich glaube, lustigerweise sogar zeitgleich zu unserem Modell sozusagen entwickelt. Also ich glaube, da hat keiner was abgeguckt oder so. Und das, also es wurde dann mit anderen Filmen gemacht, aber kann ich so sagen, niemand war so erfolgreich. Also irgendwie lief das gut bei uns. Hatten wir, ich glaube, auch ein gutes Momentum, muss man sagen. Ja. Aktuell hast du auch ein Projekt. Möchtest du darüber erzählen? Ja, sehr gerne. Genau, aktuell, wir planen gerade den nächsten großen Online-Release, nämlich für Sonntag. Das ist allerdings nicht ein Eintages-Release, sondern es läuft dann länger. Und tatsächlich, der Film ist auch, sagen wir mal ein bisschen anders, es ist nicht eine Feel-Good-Doku über den sozusagen goldenen Plattengewinner, sondern es ist eine Doku über ein ganz schön hartes Thema, aber dem wir uns, also dem wollten wir uns unbedingt annehmen. Es geht um sexualisierte Gewalt an Kindern im Internet. Und das ist so ein filmisches Experiment, das ist eine tschechische Produktion und es geht praktisch darum, drei erwachsene Schauspielerinnen wurden gecastet, die wahnsinnig jung aussehen und long story short, denen wurde ein Telefon und ein Laptop und eine Kamera gegeben und man kann sich nicht ausmalen, wie schlimm das ist. Die kriegen sofort Freundschaftsanfragen von viel zu alten Männern, hauptsächlich Männer, deswegen sage ich das so, also eigentlich exklusiv Männer. Die kriegen Fotos geschickt von jeglichen Genitalien, also es ist wirklich shocking und mir war das nicht klar, dass das Problem so groß ist. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diesen Film eben groß rauszubringen, versuchen groß rauszubringen. Wir werden sehen, wie gut das läuft. Und haben eben wieder uns eine Aktion ausgedacht, weil also die Aktion dieses Mal ist, dass du kaufst ein Ticket und wenn du dieses Ticket kaufst, ermöglichen wir, dass eine Schulklasse, eine ganze deutsche Schulklasse, die Schulversion des Filmes zu sehen bekommt. Und die Schulversion ist wesentlich kürzer, die ist nicht so explicit, also da geht es nicht ganz so hart zur Sache. Und die ist sozusagen sehr didaktisch. Das heißt, da werden Tipps gegeben, wie man in bestimmten Situationen sozusagen mit solchen Sachen umgehen kann, mit solchen Gefahren, die da im Internet lauern. Und genau, das heißt, wir hoffen irgendwie darauf, viele Tickets zu verkaufen, weil wir glauben, dass, also man kann immer härtere Strafen für irgendwie solche Sachen, kann man immer machen. Und es wurde ja auch gerade im März gemacht. Aber ich finde das auch am falschen Ende sozusagen angesetzt, weil dann gibt es härtere Strafen für etwas, was schon passiert ist. Und wir versuchen eben mit unserem Ansatz dafür zu sorgen, dass wir präventiv daran gehen, dass wir Schulklassen sozusagen diesen Film zeigen, damit sie aufgeklärt werden darüber, was da alles passiert im Internet, was wirklich grauselig ist. Also Filmempfehlung, aber ist ganz schön hart. Und gestern startete der Film. Genau, wir hatten gestern ein eintägiges Kino-Event und haben den Film in knapp 35 Kinos in Deutschland gezeigt, die schon aufhaben. Ja. Und haben dann auch so einen ganz tollen Panel-Talk mit Expertinnen dafür aufgenommen, der im Anschluss an das Kino-Event sozusagen an den Film auch gezeigt wurde. Und das war jetzt, glaube ich, ein toller Auftakt. Und jetzt hoffen wir damit online richtig Welle zu machen. Nächste Woche geht er online? Am Sonntag geht's am los. Sonntag. Genau. Sehr spannend. Ja. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Dankeschön. Henriette Ahrens. Ja, und als nächstes zum Sport.